Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute koche ich für euch einen mediterranen Nudelsalat und zwar komplett aus dem Thermomix. Das heißt, ich werde auch die Nudeln im Thermomix zubereiten. Und deswegen bringen wir jetzt 1,5 Liter Wasser zum Kochen. Das dauert etwa 11 Minuten. Stellen wir auf 100 Grad ein, Stufe 1 und dann legen wir los. So, das Wasser hat gekocht. Ich habe vergessen zu sagen, dass das natürlich gesalzen wird, das Wasser, aber das versteht sich von selbst. Ne? Wir kochen die Nudeln genau wie im Topf, halt eben heute in unserem Zauberkessel. Ich mache jetzt 500 Gramm Gobetti-Nudeln hier rein. Das sind so kleine Gabelspaghettis. Ihr könnt natürlich auch Macaronellis oder was auch immer nehmen, was ihr da wollt. Kleine, für Nudelsalat taugliche Nudeln. Und die kochen wir jetzt nochmal 10 Minuten im Linkslauf auf 90 Grad in der Rührstufe. Ganz wichtig, ne? Linkslauf, damit die Nudeln nicht zerstört werden und auch ganz langsam hier in unserer Rührstufe. Auf geht's! So, damit müssten unsere Nudeln durch sein. Ihr müsst natürlich ein bisschen gucken, andere Nudeln haben andere Garzeiten. Hier haben wir jetzt 10 Minuten angesetzt. Das Ganze gießen wir jetzt ab und da wir heute alles mit Thermomix machen, gießen wir das natürlich im Varoma ab. Das Ganze füllen wir um in eine Schüssel und lassen die Nudeln abkühlen und kümmern uns um die Soße. Bevor wir uns jetzt um unsere Soße kümmern, müssen wir natürlich den Mixtopf einmal kurz durchspülen und vor allen Dingen trocken machen. So, unsere Nudeln sind abgegossen, abgeschreckt und warten in der Schüssel, dass sie langsam abkühlen, auf ihre weiteren Zutaten und die bereiten wir jetzt zu. Wir nehmen 2 Knoblauchzehen, einen guten halben Bund Petersilie. Ich habe jetzt hier krause und glatte Petersilie gemischt. Wir nehmen einen guten halben Bund Basilikum. Und deswegen ist es so wichtig, den Topf vorher trocken zu machen, weil dann die Kräuter nicht da so an der Wand kleben bleiben. Das Ganze 3 Sekunden auf Stufe 5. Da muss man immer gucken, manchmal bleibt trotzdem oben was hängen, dass man das nochmal mit dem Schaber runter macht und vielleicht nochmal ein bisschen nachhäckselt. Ja, das müssten wir hier auch. So. Ja, aber jetzt sieht das vernünftig aus. Wir kommen zu den weiteren Zutaten. Das hier sind getrocknete Tomaten, die kann man im, im Delikatessengeschäft kaufen. Mittlerweile gibt es die aber auch in jedem gut sortierten Lebensmittelhandel. Man kann die auch sehr gut selbst machen mit einem Dörrautomaten. Davon nehmen wir 100 Gramm. Ich mache etwas Olivenöl dazu. Das sind etwa 50 Gramm Olivenöl. Diese getrockneten Tomaten, die gibt es auch schon in Öl eingelegt. Dann braucht ihr natürlich kein Olivenöl dazu zu geben. So, nochmal die letzten Kräuterchen hier runterstreichen. Ganz wichtig. So, und wir häckseln jetzt die getrockneten Tomaten klein. Ein paar Sekunden ebenfalls auf Stufe 5. Nicht zu lange, damit die nicht matschig werden. Ein bisschen geht noch. Weil man sollte ja immer noch als Stücke erkennen. Jo, das sieht gut aus. Also da ja immer noch kein Geruchsinternet erfunden wurde, das riecht jetzt schon richtig lecker nach Basilikum, nach diesem Olivenöl. Da ist es halt auch wichtig, dass man gutes Olivenöl holt, dass man wirklich einen guten Geschmack hat. Weiter geht's. Wir haben 200 Milliliter Sahne, also ein Becher, 200 Gramm Joghurt, Naturjoghurt. Dann haben wir eine Dose Tomaten in Stücken. Ihr könnt natürlich auch frische Tomaten nehmen, die ihr irgendwie vorher häutet. Aber diese Dosentomaten, die sind eigentlich auch sehr, sehr gut. Aber auch da gibt es qualitative Unterschiede. Muss mal halt gucken, bis ihr was gefunden habt, was für euch am besten passt. Eine kleine Prise Chili, etwas Paprika rosenscharf, auch so 1-2 Prisen und ganz wichtig, ein Esslöffel von unserem Suppengrundstock, den ihr
hoffentlich schon alle zu Hause gemacht habt. Falls nicht, solltet ihr das tun. Schaut bei uns im Forum nach, im Wunderkessel oder hier auf dem YouTube-Kanal. Da erkläre ich euch, wie man diesen Suppengrundstock macht. Das Ganze wird jetzt vermischt. 15 Sekunden bei Stufe 3. Damit ist die Soße weitestgehend fertig. Ihr könnt natürlich auch immer noch im Nachhinein mit ein bisschen Pfeffer abschmecken. Mit Salz wäre ich in dem Fall vorsichtig, weil ja in unserem Gemüsegrundstock oder in unserem Suppengrund ja auch schon jede Menge Salz ist und auch in den getrockneten Tomaten ebenfalls Salz ist. Außerdem, ja, oh, der Basilikum, der kommt großartig raus. Außerdem kommt jetzt noch Feta hinzu oder Schafskäse und der ist ja auch so in Salzlake gereift. Das sind 200 Gramm ebenfalls und das mischen wir jetzt auch nochmal durch. 5 Sekunden auf Stufe 3 bis 4. Ich stelle mal 3,5 ein, das kann der TM5. Und das ist eigentlich schon unsere Nudelsalatsoße. Dann gießen wir unsere Soße mal über die Nudeln drüber und vermischen das Ganze gut. Ich habe eben schon gesagt, ihr könnt auch andere Nudeln nehmen. Geht natürlich auch mit Vollkornnudeln. Vollkornnudeln haben allerdings einen sehr starken Eigengeschmack, wie ihr wisst. Dann würde ich vor dem Servieren einfach noch ein bisschen Joghurt oder Sahne dazu machen, um das ein bisschen auszugleichen. Also ich glaube, das ist der Hit auf der nächsten Grillparty. Nudelsalat kennt jeder, aber das hier ist wirklich sehr, sehr lecker. Es riecht lecker. Und es schmeckt bestimmt auch genauso gut, wie es riecht. Ich würde es allerdings, ne, bevor es serviert wird, einfach nochmal 30 Minuten abkühlen lassen, ne, weil jetzt ist der ja noch lauwarm und das ist vielleicht nicht so gut. So Leute, die Probe aufs Exempel, mein erster komplett im Thermomix hergestellter Nudelsalat. Klar hätte man das auch auf einem normalen konventionellen Herd machen können mit den Nudeln, hätte in der Zeit die Soße machen können. Aber ich habe gedacht, heute machen wir wirklich alles mal im Thermomix und die Nudeln müssen eh ein bisschen abkühlen. Das heißt, haben wir dann einfach mal ausprobiert und wie wir sehen, es funktioniert. Die Frage ist halt, wie es schmeckt. Ganz ehrlich, der Geruch ist fantastisch, aber es schmeckt besser noch, als es riecht. Diese getrockneten Tomaten, die haben so ein tolles Aroma. Und auch der Basilikum, das kommt so gut raus. Frisches Baguette dazu, mehr brauche ich eigentlich nicht. Also ich finde das großartig. Das ist absolut für die nächste Grillparty vorgemerkt. Solltet ihr unbedingt probieren. Ich hoffe, dass ihr es probiert und wenn ihr es probiert, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch irgendwie eine Variante von einem Nudelsalat mediterran oder vielleicht einen griechischen Nudelsalat oder keine Ahnung, einen südamerikanischen Nudelsalat. Das fände ich auch mal sehr cool. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Rezepte. Lasst ein Like beim Video, wenn es euch gefallen hat und vor allen Dingen abonniert unseren Wunderkessel Küchenkanal. Da bekommt ihr noch weitere tolle Tipps, Tricks und vor allen Dingen leckere Rezepte rund um den Thermomix. Ich kann nichts mehr sagen. Ich will auch nichts mehr sagen. Ich gehe jetzt essen. Tschüss.